Tomorrow Corporation präsentiert Little Inferno. Ein wundervolles Spiel, welches Millionen von Menschen wirklich schon verzaubert hat. Ein Indie-Game, von nur 3 Leuten entwickelt worden. Herzlich willkommen zu Little Inferno. Dieses Spiel hatte ich tatsächlich schon vor etlichen Jahren auf dem VUE-Shop gekauft, ne? Aber irgendwie war es im Angebot jetzt im Epic Games Store. Warum? Ich glaube, Weihnachts-Special-Zeit, was weiß ich. Dass ich bekommen? Warum gönnst du dir das nicht mal? Und lad euch auf einen wunderbaren, herzergreifenden Trip mit Little Inferno. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Lasst uns beginnen, meine lieben Münzchen. Wir wollen ein neues Spiel machen und drücken auf den Kamin. So, ich hoffe mal, dass es so okay ist mit Lautstärke. Und da lächelt uns schon ein geiles Zahnrädchen an. Zeige und halte dort, wo du ein Feuer machen willst. Was? Was? Deswegen stand am Anfang auch, spielt nicht mit dem Feuer, meine lieben Kinder. Ja, wir können auch das Blatt anzünden. Und ich sag euch, das ist hot. Und das sind die AGBs. Ja, wer will die denn lesen? Es ist, glaube ich, kein richtiger Text, aber ich glaube, das ist Textdateien-Text, weil eine Textdatei komprimiert doch gerne auch die Textzeilen, die eigentlich da drin stehen würde. Also es könnte gut sein, dass da wirklich die AGBs drin stehen. Wir wissen es nicht, aber deswegen verbrennen wir sie, weil wer braucht schon, wer liest sich schon die AGBs durch, meine Lieben? 16 Cent. Oh, Tomorrow Bucks. Verwende Tomorrow Bucks, um brandneue Sachen zu kaufen. Tomorrow Bucks, okay. Die Tomorrow Bucks, okay. Wir haben ein Briefchen bekommen. Gratulation zum Rechtmäßigen. Oh Gott, da ist ich weiß gar nicht mehr, wie die Frau heißt. Ey, die wird sich bestimmt vorstellen. Zum rechtmäßigen Erwerb deines brandneuen Little Inferno Entertainment Fireplace. Wir haben jeden Kamin mit Liebe gefertigt, um dein Zuhause zu wärmen. Oh ja. Und dein Herz. Hilfe. Halte dich warm da drinnen. Mui. In Liebe, Miss Nancy. Tomorrow Corporation. Miss Nancy also. Ja, ich würde mal sagen, wir zünden einfach mal das Briefchen hier an, ne? Ja, nochmal Tomorrow Bucks. Ach du meine Güte. Hast du bereits alle deine Sachen verbrannt? Das ist okay. Du kannst immer mehr kaufen. Mit deinem brandneuen Katalog. In Liebe, Miss Nancy. Ich habe ein bisschen Angst. Du bekommst einen Katalog. Das finde ich aber sehr schön. Der Kaminanzünderkatalog mit der wunderbaren Shopmusik. Ja, Leute, ich muss euch echt sagen, dieses Spiel ist hot. Ja, wirklich, meine Lieben. Das ist jetzt kein Scherz hier gewesen. Was haben wir denn hier? Little Inferno Sammelposter. Gerahmte limitierte Edition des Posters könnte an Wert verlieren, wenn es verbrannt wird. 10 Sekunden bis der andere. Ach, das ist doch mir wurscht. Mais am Stück. Hergestellt aus einem vollkommen natürlichen, hoch ausgereicherten Fructose-Sirup. Auch als Treibstoff verwendbar. Ja, wundervoll. Gar vorzüglich. Wir haben noch ein bisschen Geld für die Buchstabenklötze. Optionaler Vulgärsprachenfilter für ein einfaches Erziehen. Schön, schön. Das gönnen wir uns auch mal. Ja, das schöne Poster. Ähnelt dem Gesichtchen dahinter. Das ist, glaube ich, sowieso das Zeichen, das Logo von Tomorrow Corporation, die sich auch sehr schönes Spiel verewigt haben. Wir haben hier einen Maiskolben. Und dann. Es sind nur die hier. Also, ich glaube, es ging darum, dass man daraus keine Schimpfwörter bauen kann, ne? Pass auf. Hero. Hallo? Entschuldigung. Heroes. Ja. Wundervoll. Okay. Oh, da ist eine Spinne. Oh, Geld. Spinnen verbrennen. Gibt Geld. Wir haben noch ein bisschen was, ne? Der Wecker.
Es war alles nur ein Traum. Nein! Ist eine Anspielung. Nee, ich wollte gerade sagen, es ist eine Anspielung auf SMB2, aber nein, da wurde man ja nicht geweckt mit einem lustigen Weckerchen. Nein, nein. Es gibt einen Brief rein. Okay. Schauen wir mal, was das alles tut, wenn wir es verbrennen. Also ich denke mal, der Maiskolben, der macht Popcorn, ne? Jo! Der Wecker geht an! Nein! Er ist kaputt! Er ist tot! Ja, das brennt lichterloh, ne? Oh, ist schön warm. Fühlt man, ist so warm. Oh, das machst du so gut. Aber keine Sorge. Lil Inferno ist nicht wie alle anderen Spiele. Es gibt keine Punkte. Es gibt keine Bewertung. Es gibt kein Zeitlimit. Oh, das ist ja sehr gut. Upsala. Mach einfach nur ein schönes Feuer. Und halte dich warm im Leuchten deines High Definition Entertainment Products. Aber du. Warum wollte ich jetzt so dunkel synchronisieren? Ja, plötzlich im Stimmbruch gelandet. Aber du kannst das nicht ewig machen. Alles hat ein Ende. Halte dich warm, Miss Nancy. Bitte, bitte, was? Ich will aber, dass es ewig hält. Das macht mir jetzt schon Spaß. Aber das sind nicht aufgegangene... Popcornstück. Maisstückchen quasi so. Wundervoll. Geld, ja, ich brauche Geld. Was haben wir denn hier? Eine blaue Kreditkarte. Nicht meine Kreditkarte. Lasst uns einkaufen gehen. Wundervoll. Wir haben auch hier oben. Ich habe das ja schon mal gespielt. Das ist aber schon wirklich lange her. Das war Anfang View-Zeiten. Da kam das irgendwann mal raus. Lil Inferno, ich glaube, sogar als Exklusivtitel. Kann gut sein. Ich weiß es nicht mehr, meine Lieben. Wir haben hier oben ein kleines Fenster. Kombination. Da liegt uns schon der liebe Marshmallow-Mann an. Finde Kombination. Da halte Briefmarken. Briefmarken sind einfach einzusetzen. Damit die Pakete schneller ankommen. Nutze ich aber so gut wie nie. Ich bin ja ein geduldiger Mensch, ja. Fahrradpiraten kommen, ja. Gucken wir später mal rein. Wenn wir den ganzen Katalog leer haben. Kaputter Magnet. Erscheint aus irgendeinem Grund kein Metall anzuziehen. Wahrscheinlich, weil er kaputt ist, denke ich jetzt mal. Schlafender Götze. Er scheint zu schlafen. Ich glaube, der hat eine Reaktion, wenn man ihn anzündet, wie Kurumpel, wenn man ihn vom Schlaf weckt. Sehen wir ja gleich. Und, Batterien, zusätzliche Batterien sind nicht enthalten. Das ist ja ziemlich sad. Ist bestimmt auch sehr sinnvoll, Batterien zu verbrennen, ne? So. Wir haben hier. Ich möchte die Kreditkarte nicht anzünden, meine Lieben. Mit Signatur von Gexer höchstpersönlich. Sind wir hier schon? Am Anfang steht da. Da und dann. Oh, da sieht man nichts mehr. Alles ausgegraut. Hm. Tja. Briefmarke! Und hier haben wir den. Ich dachte, der zieht kein Magnet mal an. Oh nein. Das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Ist ja trotzdem noch? Aber der zieht sich selbst nicht an, ne? Okay. Kaputter Magnet, ja. Hier ist Kumpel. Der geile Kumpel. Und hier mit Batterien. Batterien sollte man auf jeden Fall verbrennen. Wenn du Batterien hast, schmeiß sie einfach in den Kamin. Es wird schon nichts passieren. Ist alles auch umweltfreundlich. Hallo? Ist da wer? Du kennst mich nicht, aber ich dachte, ich sollte dir sagen, es ist so kalt draußen. Ich bin ganz eingekuschelt von meinem Little Inferno Entertainment Fireplace. Es ist so angenehm warm, ich könnte für immer hier bleiben. Wie eine Made im Fettpolster. Ich meine, eine fette Made im Speck. Von Sugar Pumps. PS, das ist für dich. Du bekommst ein Foto von jemandem. Also ich meine, wir könnten es jetzt verbrennen, ne? Ich meine, liebe Sugarplums. Wie hat uns was geschickt? Dann zünden wir das auch rechtmäßig an. Das macht man so. Tun wir das einfach mal. So. Oh, da kommt ja Geld raus. Krumpel, es tut mir leid. Ich wollte dich nicht verbrennen. Was auch immer da explodiert ist. Ach, das waren wahrscheinlich die Batterien, ne? Ja, macht Sinn. Macht Sinn, meine Lieben. Ich weiß nicht, wie lange ich die Partline gestalte, weil ich denke eigentlich, so eine schöne, kuschelige Verbrennungsrunde in Little Inferno, das ist ja eher was Spaßiges und was, wo man runterkommen kann, wo man chillen kann, wo man seinen Kaffee trinken kann. Ich habe leider keinen Kaffee mehr, weil wir haben nämlich schon nach 10, naja, also abends natürlich, ne? Deswegen habe ich jetzt keinen Kaffee mehr in der Hand. Aber bitte trinkt das mit einem Kaffee in der Hand. Dankeschön. So. Gewöhnliche Ziegel. Mit genug von denen kannst du eine ganze Stadt bauen.
Kostet aber schon viel Geld, ne? Ja. Die Antiki-Fackel. Sei vorsichtig und platziere sie nicht vor deiner Schilfhütte. Warum das? Was ist jetzt los? Hallo? Spiel? Ich dachte schon, es bricht jetzt ab oder so. Hölzernes Fahrrad, der beschleunigt von null auf der Burner in 60 Sekunden oder weniger. Hört sich doch ziemlich hot an, oder nicht? Erstmal aufräumen hier, weg damit. Spinni! Mir ist immer ganz schön, wenn das auch in echt so wäre. Du könntest einfach so eine Spinne Blatt drücken und dann würdest du einfach Geld bekommen. Wie hot wäre das denn? Oh, bekommen wir dann einen Brief, okay. Gucken wir erstmal, was die Backsteine hier machen. Oder komm, ja, lesen wir uns durch. Hallo, ich bin es wieder. Es riecht so, als würde etwas brennen. Was? Das kann nicht sein. Hast du auch einen Little Inferno Fireplace bekommen? Es scheint so, als würde heutzutage jeder einen haben. Jeder, den ich kenne, hat einen. Und jeder, den ich nicht kenne, auch. Sachen verbrennen macht richtig Spaß, aber sei vorsichtig. In der Bedienungsanleitung steht, es gibt auch etwas viel Gefährlicheres als Feuer. Aber ich habe sie verbrannt. Ich habe sie auch verbrannt, ja. Denke ich. Also werden wir es nie erfahren. Von deiner neuen Freundin Sugarplumps. Ja, die Sugarplumps. Ich mag Sugarplumps. Sie ist wie Stuttgart ohne Tee. Gut, haben wir einen neuen Brief? Entschuldigung. Kann ich eigentlich, ja, ich kann den lieben Spielzeugpiraten kaufen. Es ist hart auf den 7 Weltmeeren eines, einen gebräunteren als ihn zu finden. Achso, ja gut, ja, der hat ziemlich braun, der Boy. Okay, hier haben wir das Tiki-Ding. Mit den Kombis, ne? Das Ding ist, man kann die auch ja machen, bevor man sie sich durchliest, ne? Deswegen werde ich nämlich jetzt nochmal rein aus Neugierde die schlafenden Götzen dazu kaufen. Weil ich nämlich das Gefühl habe. Oder ist der Pirat? Ja. We are a pirate. Oh yeah. Wundervoll. Ist wahrscheinlich auch befreundet mit Freddy Faulig, ne? Den einzigen Pirat auf den 7 Weltmeeren. So. Schlafender Götze und Tiki, die Anti-Tiki-Fackel hören sich doch relativ freundlich an. Ich glaube, es gab auch irgendwas mit dem Fahrrad, ne? Schauen wir mal, was jetzt passiert. Fahrrad-Piraten-Kombo. Okay, nee. Anti-Tiki-Fackel und der Kurumpel, die haben nichts gemeinsam. Ja. Tut mir leid. Was ist das nochmal? Oh, das ist so schön. Und mir hat die Kopfhörer auf und hört man überall das Feuer so knistern und knastern, ne? Das ist so wundervoll. Ich glaube, das ist die Anti-Tiki-Fackel, die noch so leuchtet, ne? Die hier noch rumgeschossen hat. Glaube ich. Ja. Nicht mein Familienfoto. Dann gönnen wir uns aber nicht meine Kreditkarte. Vielleicht hat das was zusammen zu tun, ich weiß ja nicht. Aber ich muss noch lesen hier. Je länger du sie dir ansiehst, desto vertrauter wirken sie. Bitte was? Instant Blumen. Die Freude am Gärtner ohne die Unannehmlichkeiten von Sonne oder Anstrengung. Da, du. Glas mit Glühwürmchen. Du wirst es nicht morgens öffnen wollen. Weil du dann nichts davon hast. Höchstwahrscheinlich ist es das. Ne? Also hier das Familienfoto, was nicht mir gehört. Deswegen haben wir es ja auch, ne? Oder ist ein Ausrufezeichen. Was wird das wieder sein? Hallo? Ich bin's wieder, haha. Ich habe bereits mein ganzes Zeug verbrannt. Würdest du mir etwas schicken? Ich brauche mehr Glühwürmchen. Ziehe ein Glas mit Glühwürmchen für mich direkt in diesen Umschlag. Okay, danke. Wir haben tatsächlich welche gekauft gerade, ne? Wo sind sie? Da. Holz. Bitteschön. Was ist eigentlich, wenn man was Falsches verschickt? Das habe ich noch nie getestet. Nachricht verschickt. Und die Instant-Sonnenblumen, oder was waren das? Instant-Blumen. Nicht meins Kombo. Oder komm, ich werde rausgeschossen. Ein paar Blümchen. Oh, wie schön. Geil. Ja, verdammt. Dann tun wir trotzdem mal ein Glas mit Blümchen. Meine Fotos. Du kannst Fotos verbrennen, aber keine Erinnerung. Wie hot ist das denn? Bilder von Tomorrow Corp? Was auch immer das da unten rechts ist. Warum bin ich ja supi? Schuppi-duppi-duppi-duppi-duppi-duppi. Verbrennen wir mal ein Bild von diesen Werten hier unten links. Spinneneier, eine ganze Generation in deinen Händen. Ja, wundervoll. Die habe ich immer gerne in den Händen. Was? Achso, mit den... Ja, klar.
Will ich aber tatsächlich nicht. Außerdem haben wir einen Brief bekommen. Okay, danke für meine neuen Glühwürmchen. Jeder einzelne war wie ein kleiner Wunsch. Ich habe sie freigelassen, um zu sehen, wohin sie fliegen. Aber sie sind alle verbrannt. Wir wussten, dass sie nicht ewig leben würden. Ja. Oh, ich habe dir was besorgt, okay? Es ist angehängt. Blättere einfach durch den Brief. Blätter ihn! Noch einmal. Okay, hier ist es. Es ist für dich. Du bekommst ein Papierherz. Ja. Wundervoll. Wundervoll. Was? Little Inferno ist voll mit Geheimnissen. Ich habe gerade eines gefunden. Aber keine Angst. Ich werde es dir nicht verraten. Das würde alles verderben. Ja. Aber es ist wirklich unterhaltsam. Okay, ich werde dir nur etwas zeichnen. Ach so, das ist wahrscheinlich die Kombi, ne? Wecker und Blume. Die Instant-Blumen. Und dir sagen, du darfst diese zwei Dinge niemals zusammen verbrennen. Ha, pst. Und es gibt mehr. Mehr Kombinationen, als jemals aufgeschrieben werden können. In liebe Sugarblums. Es wird ja, ist ja schon angewundert, dass ich die Briefe einfach instant reinpacke. Der Frühlingserwachen-Kombo. Logisch, ne? Generation-Kombo-Kritik. Okay, gut. Filmeabend ist möglicherweise nicht mein Familienfoto. Warte mal, was? Ich habe Filmeabend gelesen, aber ich meinte Generation. Generationen sind ja Spinneneier. Ohne Familie. Haben wir die Spinneneier schon? Ja, die haben wir schon. Dann holen wir uns mal das geile Teil hier. Man muss die Sachen mehrmals kaufen. Und man hier sieht, das ist Silber einmal gekauft, zweimal gekauft ist dunkel, also schwarz, ne? Und nochmal gekauft, wir haben keinen Platz mehr. Das ist dann nämlich Jolt. Ja, wunderschön. Da ist er. Dieser wunderschöne Gexer. Schaut ihn euch an. Ich werde jetzt einen Schrein aufbauen, nur für ihn. Ja. Mit Spinneneiern und ein Familienfoto, was nicht mir gehört. Generationen! Sie sollen leiden, diese Generationen. Das war ziemlich einfach, ne? Was sind da? Müssen hier Spinnen? Hä, was ist das? Ah, das sind... Oh nein, das sind die Glühwürmchen. Warum stehen die Glühwürmchen nur aus Augen? Das ist ziemlich gruselig. Aber wir brauchen das hier und die Instant-Nudeln. So. Was ist das denn hier? Achso, ich wollte noch sagen. Schaut euch mal hier im Hintergrund das Bild an. Also, im nicht meinem Familienfoto, ne, ist hinten meine Fotos. Was irgendwie lustig ist, wenn man drüber nachdenkt, ne? Hab ich jetzt Urheberrecht dran? Man weiß ja nicht. Partybus, brumm, brumm, wohin geht es? Das weiß nur der Busfahrer. Partyabend ist ja absolut einfach, ne? Meist am Stück mit Partybus. Oder ist es was mit der Familie? Das bezweifle ich eher. Jut, jut. Ich darf nicht den Wecker direkt anzünden, sondern ist die Kombination kaputt. Oh, nein, bin nicht. Oh. Man kann auch Pech haben und die, wenn man die verkokelt, ne, dann fällt die runter, die Spinne, und zündet dann doch noch das Ding an. Gut, okay, hier bumm. Und, der Maiskolben. Und, komm, machen wir mal hier. Partybus. Was sind das für Hände? Hilfe, Hilfe. Und, Frühlingserwachen. Das war's nicht. Oh, lol. Hilfe. Familienabend. Okay. Ja, ich sag ja nichts, ne? Ach, natürlich. Ein Fernseher brauchen wir für einen schönen Familienabend. Wir haben schon das zweite Ding freigeschaltet. Das schauen wir uns nicht an. Um Gottes Willen, meine Lieben. Fernseher. Du kannst den Kanal wechseln, so oft du willst, aber es läuft überall das Gleiche. Das ist ziemlich sad, ne, würde ich sagen. Und jetzt das Popcorn. Also meist am Stück. Wir sehen, es ist golden. Also alles quasi einmal schön mal kaufen. Dreimal, ne? Und dann hat man alles. Die Bankrottbank vergibt Scheindarlehen seit den späten 80ern. Oh, das hört sich doch wunderbar an. Weil dann möchte ich auch direkt noch die Kreditkarte kaufen. Weil ich habe das Gefühl, Geld und Geld passt gut zusammen, ne? So, hier ist der Maiskolben. Ich würde sagen, das ist auch die letzte Kombi. Und dann beenden wir den Part. Oh, macht er nicht. Dann hat er den ersten Kartuch fertig gekauft. Der eklige Kapitalist-Coinblock. Was habe ich jetzt gesagt? Na, das ist...
Ob das jetzt mein Ernst war, ist halt die andere Sache. Okay, gut. Schauen wir uns doch den Brief an. Wichtige Wettermeldung. Leute, es bleibt weiterhin kalt. Der Schnee wird dichter und dichter. Jeder Tag ist kälter als der vorherige. Das kann nicht ewig so weitergehen. Also macht ein schönes Feuer und haltet euch warm. Meldung vom Wetterballon. Über den Rauchwolken. Über der Stadt, der Wettermann. Oh. Es wird also immer kälter und kälter. Also eine umgedrehte globale Erwärmung. Interessant, interessant. Das würden wir bestimmt auch alle erstmal erleben wollen. Gut. Ist auch sehr süß, ne? Mit dem Fernseher hier. Oh. Hi. Okay, los geht's. Filmarm-Kombi. Und Kreditgeber. Der Kreditgeber, wundervoll. Ach man, der Fernseher ist schon cool, ne? Tja, meine Lieben. Haben wir uns alles aus dem ersten Kanal. Aus dem ersten Kanal gegönnt. Das war alles, genau. Das war alles mit dem ersten Katalog. Schön. Haben wir doch schön gemeistert, würde ich sagen, ne? Haben wir doch schön gemeistert. Ich hoffe, dass euch das kleine Feuerspielchen heute gefallen hat. Es wird jetzt öfters kommen, ich weiß nicht wie. Ich denke jetzt nicht, dass es unregelmäßig kommen wird. Es ist schon, finde ich, so eine Sache. Die passt halt sehr gut in die Winterzeit, ne? Tja. Haltet euch warm. Verbrennt eure ganzen Sachen, damit ihr euch warm halten könnt, genau. Ja. Und wir sehen uns im nächsten Part. Nimm nächstes Mal bitte einen schönen Kaffee mit. Oder von mir aus auch einen warmen Tee, was ihr gerne trinkt. Oder halt einen warmen Kakao. Schmeckt auch sehr gut, habe ich gehört. Ja. Aber bitte keine Meiermart. Dankeschön. So. Wir sehen uns im nächsten Part, meine Lieben. Bis dann. Und Tschüssikowski. Bleibt münzig. Stirb. Ja, gib mir dein Geld.